Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Skyrim. Wir müssen für die Diebesgilde noch einen Auftrag machen. Und warum werden mir hier zwei Ziele angezeigt? Ach ja, stimmt, Tresor und Sachen in Brand stecken. Das war nicht schön, das war nämlich genau, das war hier auf der Insel. Ich habe sogar das Gefühl, da können wir hinlaufen. Da müssen wir sogar hinlaufen. Schön. Ja. Es war keine schöne Aufgabe, daran kann ich mich noch sehr erinnern. Obwohl es jetzt, glaube ich, nicht so schwer sein sollte, weil wir eigentlich schon relativ... Warum wollt ihr, dass ich da reingehe? Gibt es da einen Weg nach draußen? Warum gehe ich halt einfach den Weg nach draußen? Ist doch sinnvoller. Egal. Und zwar habe ich früher nicht verstanden, du sollst ja nur drei Bienenscheißstöcke da hinten in Brand setzen. Ich habe früher immer alle gemacht. Aber wenn du alle Bienenstöcke in Brand steckst, bekommst du deine Belohnung nicht, weil du ja deinen Auftrag nicht erfüllt hast. Weil die haben ja gesagt, wir haben das Sagen, wenn du was anderes machst, als wir es dir sagen, dann bekommst du deine Belohnung nicht. Und ich habe mich früher immer gewundert, warum ich die Belohnung nicht bekommen habe. Und ja, jetzt weiß ich es. Also keine Sorge, ich weiß schon, was ich tue. Hoffe ich mal. Automatisches Speichern, dankeschön. So. Ihr müsst das. Nein, du bist hässlich, tut mir leid. Aber sonst beiden wird nie was. Ja, wir können nur noch schwimmen. Ich kann auf das Schiff. Geil. Ich kann mir Fische mitnehmen. Geil. Hüpf! Ja, wir müssen, das ist sowieso eine Insel, da müssen wir eh rüber schwimmen. Ob wir wollen oder nicht. Da hinten ist er auch schon, also ist direkt hier um die Ecke. Ich kann schon mal meine Waffe rausholen. Nein, kann ich nicht, während ich schwimme, okay. Wusste ich nicht mehr. So, wie kam ich jetzt nochmal hier hoch? Gab's hier nicht irgendwo... Ah, Schiff! Schiff! Gab es hier nicht irgendwo eine Treppe nach oben? Sieht nicht so aus. Brauchen wir halt einen anderen Weg hoch, ne? So, da könnte ich rein, aber ich will erstmal zu den Bienenstöcken. Ich sehe da hinten schon einen Gegner. Ich sehe da schon einen Gegner, einen Söldner. Obwohl doch, die halten schon viel aus. Wo ist der Sack? Och, die Söldner, die halten viel aus. Ich mach denen echt nicht viel Schaden. Du hast einen Pfeil in der Brust stecken, Mann. Oh mein Gott, das sind ja mehr. Jo, 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 jo. Sterbt doch alle, sterbt alle, sterbt alle, sterbt alle. Hallo, ist doch jetzt mal gut. Jungs, ich will doch nur eure Bienendinger anzünden. Strengt euch Felix an, du bist gleich tot. Die schießen mit Pfeil und Bogen, ihr seht das schon. Ich will die aber schon gerne durchsuchen. Die haben bestimmt gut Geld dabei, die haben gar kein Geld dabei. Okay, ich habe nichts gesagt. Warum habt ihr denn kein Geld dabei? Ihr seid Söldner. Die sind alle auf der anderen Seite. Da muss ich da mal hingehen. Guten Tag. Na, wie geht's euch? Ich hab gehört, ihr wollt aufs Maul. Ich komme den Berg nicht hoch. Kannst du mir mal hochhelfen? Das wäre sehr nett. Scheiße. Okay. Dann halt nicht. Ihr Ärsche. Was ist mit dir? Hä? Was ist das? Ah, hier. Ja, super. Pfeil und Bogen bringen dir nichts, wenn ich mit einem Scheiße. Ich hab den Namen vergessen. Mit einem Scheiß Kolben vor dir stehe. Genau, Kolben, Kolben, Kolben. Auto, Motor, Kolben. So, sterbe. Ich bin ja auf so einer Scheiß Technikschule. Das heißt, Scheiß Technikschule. Die Schule ist eigentlich ganz okay. Und, ja, da wird halt immer so über Motorkolben und so, müssen wir halt ausrechnen und so. Und ich habe davon echt keine Ahnung.
Ich wollte auch nicht auf die Schule wegen dem Technik. So. Aber hier nie. So, jetzt können wir gleich schon mal die Dinger in Brand stecken. Ich rüste mir mal schon meine Flammen aus. Yeah. Ich habe gerade gedacht, das wäre ein Typ. Dabei war das ein Baumstumpf mit einer Fackel. Ja. Also ich muss schon sagen, das ist sehr verwirrend. Genau, das hier sind die. Und davon soll ich 3 anzünden. Okay. 1. 2. Mehr nicht, ne? Ja. Leute, ich... habt ihr gesehen, wie ich den Moonwalk gemacht habe? Ich habe nichts gedrückt. Ohne Scheiß. Ich schwöre es euch. Ich habe nichts gedrückt. Okay. Okay. Ach, ist das gut. Ich habe nichts gedrückt. Übrigens, wisst ihr, was mir auffällt? Ich benutze ja gerade meinen schwarzen Controller. Und normalerweise funktioniert doch eigentlich die Linkstaste nie. Warum funktioniert sie jetzt? Egal, ich finde das sehr gut. Alter! Wie viele von euch sind denn hier? Meine Fresse, ich musste euch mal alle gekillt haben, oder nicht? Komm her, ihr Spaten. Ihr verfickten Söldner. Ja, ja, ich wollte ja sowieso abmessen. Ne? Einheitlich verbessert. Nice! Brauche ich dringend. So, jetzt können wir reingehen, den Tresor ausrauben. Wenn ich jetzt nur noch weiß, wie ich wieder da hochkomme, dann können wir das gerne tun. Und ich habe keine Ausdauer mehr. Einfach da auf jeden Fall nicht. I need Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer is what I need. Hey, hey. Okay, hab's geschafft. Wir müssen auf der anderen Seite rein. Bitte, ich brauche dafür keinen Schlüssel. Das würde mich jetzt echt... Wenn ich dafür jetzt einen Schlüssel brauche, ne? Dann raste ich aus. Ich brauche dafür einen Schlüssel. Scheiße. Egal, ich bin so gut im... Im Schloss knacken, da kriege ich auch ohne Schlüssel hin. Hoffe ich mal. Hallo, da war das doch. Oh, Mann! Nein, das war so knapp! Nein, nein! Okay. Keine Panik, ich... Nee, weiter runter. Oh, fickt euch! Und so schwinden meine Dietriche. Ja, danke schön. Puh, okay. Ich war mir sicher, einer von den Soldaten hatte einen Schlüssel. Aber ich wollte jetzt echt nicht nochmal alle Leichen durchsuchen und vor allem alle Leichen wieder finden. Damit ich nicht einen Schlüssel haben kann. Nee. Das könnt ihr von mir nicht verlangen. Optional, beschaffe den Schlüssel zu Arangos Tresor. Okay. Hallo? Hallöle? Ist hier auch jemand? Habt ihr etwas gehört? Ah, da hinten sind welche. Wie wär's, wenn du dir das nächste Mal was anziehst? Das ist ja ekelhaft. Alter! Erst ist keiner zu Hause und jetzt kommen sie alle, oder was? So läuft's im Business. Egal, ich bringe euch alle einen nach den anderen. So, zack, der Erste. Ich werde euch nach Stücken sehen. So, was mit dir? Zack, der Zweite. Und zack, der Dritte. So macht man das. Schön noch den Arm gebrochen. Und wie der Arm gebrochen ist. Das sieht so aus, als hätte ich den Arm abgeschlagen. Okay, nehme ich auch so hin. Ach ja, hat einer von euch den Schlüssel? Du nicht. Du auch nicht. Wo war der Dritte im Bunde? Da.
Auch nicht. Hä, jetzt habe ich das. Der macht Schaden 19. Wie viel macht denn meiner? 25, warum wird mir denn angezeigt, was der besser ist? Ach, wahrscheinlich wegen zweihändig, ne? Ich könnte mal was aufschließen. Ja, komm, komm. Mach mal, mach mal. Ist ja sowieso nur Lehrling. Lehrling ist ja nicht ganz so schlimm wie... Ja, sag ich doch, wie Experte. Wir haben eine Truhe. Mit Gold. Okay. Sonst noch irgendwas hier? Mein Büchelein? Ach. Ach. Ich hoffe, das wären Lernbücher. Dann halt nicht. So, hier ist... Hier können wir auch noch rein. Ach, hier soll man sogar hin. Hier geht's sogar runter. Schlossknacken verbessert. Habe ich gelesen. Das Lied von Pininalband 3, komm, nehmen wir mal mit. Hier geht's in den Keller. Soll ich in den Keller? Ich soll in den Keller. Aber ich habe das Gefühl, ich brauche dafür noch einen Schlüssel. Erster Stock. Was wollt ihr denn, wo ich hingehe? Okay, der Schlüssel ist im ersten Stock. Dann gehen wir mal in den ersten Stock. Dann holen wir uns erst den Schlüssel und knacken dann den Tresor. Bitches. Hoffentlich kriegen wir dann eine doppelte Belohnung, wenn wir beides erfüllen. Hm. Wer weiß, wer weiß. So, erstmal wieder den Controller an die Hand nehmen. Oh, hier liegt Gold. Gold. Mehr Gold. Ich wusste es. Ich hab so gewusst, dass ich eine Tasse aufhebe, ne? Boah, hab ich das gewusst. Wo ist er? Da, Krug. Weg. Ich wollte gerade schon sagen, das ist ein Sack, das ist doch keine... Kohl! Lecker. Was geht bei dir? Hast du den Schlüssel, mein Freund? Hast du etwa den Schlüssel? Hä? Hast du den Schlüssel? Ist das schon alles? Ist das schon... Nein, hast du nicht. Aha. Hier ist Bo. Es ist kein Buch zum Lernen. Hallo, wie geht's dir? Na, alles fit im Schritt. Sterbe. Das ist auch nicht den Schlüssel, weil ich sehe, der Schlüssel wird mir auf der Karte angezeigt. Der ist nämlich... Ich will doch nur den Schlüssel, ist doch gut, mein Junge. Gebt mir doch einfach den Schlüssel und ich bin wieder weg. Leichte Rüstung auch noch verbessert. Läuft. Schlüssel ist irgendwo da drin. Der Schlüssel bewegt sich! Leck mich am Arsch. Ich komme jetzt rein. Ach, das ist der Aringorf. Hi. Ich habe nicht damit ge... Ich verlange nur den Schlüssel. Sonst könnte ich mir genauso gut gleich die Kehle durchschneiden. Warum seid ihr euch sicher, dass ich es nicht tun werde? Das glaube ich nicht. Das ist nicht eure Art. Dann werde ich in eurer Leiche reißen, mein Freund. Ach, bist du schlecht. Oh mein Gott, die ganzen Söldner sind ja besser wie du. Leck mich am Arsch. Dankeschön.
Der hat echt viele Pfeile. Ja, den Kerkerschlüssel nehmen. Obwohl, scheiße, das habe ich eh schon aufgeschlossen. Egal. Was hast du denn noch in deiner Kiste? Ach, die Kiste muss ich aufschließen. Was ist denn die Kiste? Jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Egal, anscheinend war nicht schwer, Lehrling. Okay, Gold. Was? Nur 12 Gold? Ja, komm, gib mir mal die Blumen. Gib mir das. Gold. Ein ganzer Schrank voller Alkohol, mein Freund. Das finde ich aber... Nee. Oh, Gold. Nicht die Laterne nehmen, dankeschön. Wo ist hier der Ausgang? Was? Ich will... Nein, da will ich jetzt... Nein, ich will nur zum Ausgang. Da ist der Ausgang. Da, ja. Schön. Oh, nur noch in den Keller, den Ressort ausrauben und dann haben wir alles gemacht hier. Dann sind wir durch. Können wir hier nach Diebes Gilde Bescheid sagen, dass wir hier alles gemacht haben. Dann kriegen wir unsere Belohnung. Läuft. So, jetzt können wir schnell in den Keller gehen. Die Treppe war hier. Oh, bitte lass da jetzt nicht viele Gegner sein. Ich will einfach nur den Tresor aufmachen. Da können doch eigentlich gar keine Gegner drin sein. Die sind doch alle abgeschlossen. Die sind doch alle eingesperrt gewesen. Die war doch verschlossen. Ah, göttlich. Natürlich sind hier Gegner. Jo, Jürgen. Und wie viele es sind. Jawohl, hi. Ach, gib mir einfach nur den scheiß Tresor und ich bin wieder weg, Jungs. Mehr will ich noch gar nicht. So, Uno. Was geht bei dir? Dos. Hier war aber irgendwo noch ein Dress. Hätte ich anscheinend verpiest. Öffne mal noch die Truhe, weil wir das können. Na! Ah! Dietrische Gold. Ja, nö. Komm, wo ist Nummer Dress? Ich weiß, dass es ein Nummer 3 gab. Ich weiß auch, dass hier ein Goldbeutel liegt. Ich seh nichts. Wo bin ich? Hä? Bin ich blind? Wo muss ich hin? Hier ist doch nichts, hier ist doch nur Wand. Ich kann ja hier nur geradeaus gehen. Aha. 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 Hier liegt ein bisschen viel Benzin rum. Du hast ein bisschen viel Benzin da rumliegen, mein Freund. Das solltest du mal besser wegmachen, sonst tust du dir noch weh irgendwann. Ich will doch nur das Beste für dich. Und tot. Ja. Also, geht doch. Noch mehr Geld. Haben wir ja geklaut. Da haben wir die Kaufurkunden. Gold. Das öffnen wir auch noch schnell. Scheiße. Ach komm. Was ist denn daran jetzt so? Alter. Dankeschön. Garrett zurück zu Brandolf. Kanalisation. Ach, wisst ihr was? Ich beende den Bart hier. So. Wir haben den Dressur geknackt. Wir haben alles angezündet, was wir anzünden sollten. Wir haben alles hier fertig. Nur noch zu Brandolf zurückgehen. Und wir haben alles. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr es ja in dem nächsten Part wieder einschalten. Das würde mich sehr freuen. Ich sag bis dahin. Tschüss.